Ja, geh mal weg, Kollege. Von dir will keiner was. Dann mache ich hier die ganzen Sachen rein, die ich zum Brauen brauche. Plus die Flaschen, die hier drin sind. Ich weiß, bringt zwar gar nichts, aber was soll's. Hauptsache hier ein bisschen wieder vorangekommen. Ich frage mich auch, warum die ganzen Dorfbewohner hier unten drin stehen. Das würde ich gern wissen. Das ist irgendwie nämlich ein bisschen Abfuck. Und der glotzt meinen Hund an. Naja. Und es pisst wieder, das ist doch schön. So, habe ich denn jetzt diesen Disenchanter irgendwo jetzt hier nicht stehen gehabt? Nee, habe ich nicht, weil ich ja erst noch hier craften muss. Brauche ich wieder einen Zaubertisch? Den kann ich mir machen, aber ich habe keinen Obsidian. Ich habe den hier drin. 1, 2, 3, 4. Zack. Und dann brauche ich wieder das hier. Und dann brauche ich das hier und das hier und das hier. Was ist eigentlich das hier? Auto-Enchantment, okay. Bücherregale müsste ich auch noch irgendwo rumfahren haben. Smaragde sowieso. Von den gönnenden Dorfbewohnern. Bücherregale, die waren bei den Dekoblöcken drin. Das siehst du mal, wie schön das ist, wenn hier ein bisschen Ordnung im Spiel ist. Das ist einfach... einfach schön. So, jetzt habe ich diesen Disenchanter. Den stelle ich am besten auch nach unten, weil das ja auch so ein bisschen hier Alchemie-Dreck ist. Dreck vor allem. Kann ich auch hier hinstellen. So, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie das ist. Mal angenommen, ich habe jetzt eine Spitzhacke. Soll ich es riskieren? Ich weiß es nicht, ob ich es riskieren soll oder ob ich es lassen soll. Ich brauche auf jeden Fall Bücher. So, mal angenommen, diese Spitzhacke hat Effizienz 5, ja. Mache ich die da rein? Dann mache ich da Bücher rein. Kann ich dann jetzt auf Extract drücken? Jetzt ist die Effizienz weg, das ist doch schön. Unbreaking auch. Kostet mich das eigentlich Level? Ich brauche Level zum... Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Jetzt weiß ich das auch. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Am besten ein bisschen rausgehen und... nee, warte mal. Haben wir denn noch irgendwo hier Flux in... Flux Infused, weil da gibt es das Schwert, das Jute. Die Dinger habe ich, glaube ich, nicht mehr, oder? Habe ich denn keine mehr von denen? Die habe ich, glaube ich, für die Schaufel missbraucht, ne? Die habe ich nicht mehr, oder? Aber ich kann doch, bestimmt... mir den hier craften. Elektrum. Habe ich noch Elektrum? Ich habe kein Elektrum mehr. Dann mache ich jetzt mal so. Nee. Das ist doch bescheuert. Warte mal. Wie mache ich das denn jetzt hier? Ich brauche Silber und Gold. Kann aber auch einfach so machen. Okay, dann nehme ich das hier, schmeiß das in den Pulverizer. Ist ja scheißegal jetzt hier. Ja, ich weiß, dem geht bald der Strom aus. Das ist aber nicht schlimm, weil ich habe ja noch. Jetzt müsste ich das hier mit Redstone füllen, ne? Mit Redstone füllen. Dazu brauche ich geschmolzenes Redstone. Wo habe ich denn meinen... Der ist da unten und macht dieses... Wie heißt das denn?
Ich weiß, dass du Smaragd. Ah, der macht gerade gar nichts. Das ist sehr gut, weil dann kann ich den mitnehmen. Wenn der fertig ist und kann den 17 mal so viel hier mal Sex. drüber stellen, auch wenn es scheiße aussieht. Dann mache ich jetzt mal den Ausgang nach unten. Der kriegt Ich den weiß, Eingang dass von du Smaragde oben. hast. Hier damit. Dann schmeiße ich da Redstone rein. Hast du Smaragde? Dann sollte der eigentlich, sollte der machen, aber ich glaube, er braucht, braucht ja ein bisschen mehr, ne? Er braucht 500. Jetzt hat er 1. Das heißt, er braucht noch 1, 2, 3, 4. So, den Rest, den drop ich. Genau, den Rest. Er ist schon wieder Englisch unterwegs, Alter. So, Ich dann weiß, macht er das dass du hier Smaragde hast. Hier damit. und macht mir das hier draus. Und das muss ich dann Hey, weißt du schon das Neueste? mit Kai wurde von der Sand Katze genommen. schmelzen. Kommt denn da noch was bei Hallo? raus? Nee. Dann mache ich das in dem hier. Dann kriegt der Sand von mir. Hast du Aber Sand Smaragde? habe ich nicht mehr, ne? Da war ja irgendwas. Da war irgendwas, dass ich keinen Sand mehr habe. Ah ja? Was habe ich denn mit dem Sand gemacht? Da reingeschmissen. Ich riskiere jetzt das letzte, den letzten Block Sand. Das ist mir egal. Sand gibt es ja wie Sand am Meer. Hahaha. So, jetzt haben wir das auch. Und dann kann ich den kondensen. Mit dem Lapis Lazuli am besten, was ich hier habe. Zack. Der Kevin sagt. Den mache ich hier rein, dass das hier nicht verloren geht. Das Zeug mal hier rein. Gibt es denn jetzt noch irgendwo Sachen, die ich nicht mehr brauche? Ich kann den Hühnerkopf Hast du Smaragde? zu Creeperkopf machen, aber ich habe keinen Schwarzpulver. Ich glaube, ich mache mal einen Stack Schwarzpulver oder sowas hier rein. Dann kann ich das hier immer craften. Das ist doch schön. So. Kann ich den in den Pulverizer reinschmeißen, auch wenn der wahrscheinlich keinen Bock mehr hat auf sein Leben. Ist mir egal. Aber ich habe doch jetzt hier irgendwo noch Setzlinge oder sowas gesehen, was ich nicht mehr brauche. Die hier meine ich eigentlich nicht. Habe ich noch mehr so Sachen? Das ist ein bisschen blöd. Das ist sehr blöd sogar. Ich habe halt nichts mehr gefühlt. Ich kann die hier wegschmeißen, die hier und die hier, aber dann guck dir das doch mal an. Das bringt gar nichts. Hat ja nichts hier braucht hier. So, jetzt haben wir wieder vier Creeper-Köpfe, die ich da auch wieder reinschmeißen kann, obwohl der wahrscheinlich gar keinen Bock mehr hat hier. Ach, guck mal, ich habe doch Knochenmehl ohne Ende. Laber doch nicht. Dann mache ich jetzt einfach. Der kriegt jetzt aber wieder dieses Teil. Dann hat er wieder Strom. Das nehme ich mal mit, das Zeug. Ich laufe auch außen rum wieder. Und dann kann das hier rein. So. Dann macht er mir da fleißig die Dinge. Ich habe jetzt natürlich noch Obsidian, Das ist nicht Rott, schlecht. Rotz, Rotz. Ich wollte mir die Spitzhacke machen, diese Flux. Ne, ich wollte mir das Schwert machen. Nicht die Spitzhacke. Ich wollte mir das Schwert machen. Dazu brauche ich noch mehr Barren und diesen Stock hier. Habe ich denn aber noch. Ja, ich habe noch ein paar. So, dann kannst du ja eigentlich das schon mal machen. Jetzt habe ich das Flux-Infused Schwert. Ich sag jetzt nicht das englische Wort, sondern weil wir hier in Deutschland sind, ne? Oder in Österreich oder in der Schweiz oder in Liechtenstein.
Alles ist möglich. Die Kiste nervt mich ja auch, dass die gedreht ist. Warum ist die denn gedreht? Das verzauber ich jetzt gar nicht, dieses Schwert. Ganz einfach, weil... wozu denn? Ich muss jetzt auf jeden Fall an Erfahrung kommen irgendwie. Und wie mache ich das am besten? Eigentlich durch Abbauen hier, ne? Durch Erze abbauen. Nun habe ich da jetzt halt ein bisschen Allergie dagegen. Aber eigentlich auch nicht. Denn diese verzauberten Bücher, die man da im Ofen herstellen kann, die gehen bis Level 10. Das heißt, ich könnte theoretisch auf eine Spitzhacke Glück 10 machen. Effizienz 10, XP 10, was weiß ich, hast du nicht gesehen? Da gibt es auf jeden Fall hier so viele Rezepte hier mit Büchern. Aber das dauert halt. Das dauert, dauert, dauert und dauert. Und dann müsste ich eigentlich immer jetzt hier zwei Effizienz 6 Bücher kombinieren, um das siebte zu bekommen. Und zwei Effizienz 7 Bücher, bla bla bla. Verstehst du? Und eigentlich müsste ich jetzt mal schauen, ob ich hier nicht irgendwie... Ah, das kostet halt so viel, ne? Das kostet so viel. Schärfe 5 zum Beispiel, 36 Level. Und der hier, der gibt halt nur... Warte mal, Netherstern. Netherstern habe ich zwar nicht, könnte ich aber mir besorgen, theoretisch. Aber das macht keinen Sinn, weil der hier halt auch wieder Erfahrung haben will. Wenn ich jetzt hier Bücher reinmache, dann fragt er mich hier, was ich runternehmen will. Dann würde ich normalerweise Effizienz 5 nehmen und dann sagt er, du brauchst aber 20 Level. Und die habe ich nun mal nicht. Aber vielleicht, wenn ich die Dinger hier fress, dann esse ich jetzt mal nur so viel, bis ich 20 Level habe. Ist ja ein bisschen hier sparsam sein, was Level betrifft. Und dann mache ich jetzt Glück runter. Zack. Und jetzt habe ich wieder 0 Level, aber ich habe Fortune 3. Und jetzt müsste ich eigentlich Fortune 3 hier runternehmen. Obwohl ich eigentlich... Hey, das könnte eigentlich klappen, oder? Ich bräuchte aber eigentlich dieses XP-Boost. Verstehst du? Wenn ich das jetzt aber auf das Schwert mache, weiß ich nicht, ob ich so viel jetzt habe ich zwei Fortune 3 Bücher, die kann ich dann in dem Ofen zu Fortune 4 machen. Dann bekomme ich mehr Items raus. Aber wie viel ich davon dann habe, das weiß ich auch nicht. So, ich schmeiß die mal da rein. Und dann arbeitet der, weil der braucht ja wieder Strom. Das reicht ihm im Leben nicht. Und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, Erfahrung anzupflanzen draußen. Verstehst du? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Ich gehe jetzt mal runter und schau, wie viel Inferium, Insanium ich hab. Und dann tue ich einfach mal ein 4x4 Feld hier zusammen machen. Alter Junge. Ich schau jetzt mal. Und dann geht's weiter. 54, das ist gar nicht so viel. Ich dachte, ich habe mehr.